Ich hätte ein bisschen lang. Ist ein bisschen lang. Yeah. Ja, wie macht man das jetzt hier Ach so, eigentlich? Kev, jetzt playst du eigentlich von Cold War die Kampagne? Wahrscheinlich schon. Ja. Toll, mach ich auch. Aber das erste, was ich sowieso raushaue, ist eh Stream von Zombie-Modus. Das können wir natürlich auch machen. Ja, das haben wir ja schon geplant. Wenn du es nicht vergessen musst. Ja, aber Passi, wie machst du denn das Ding größer? Ich will hier ein Stocklager platzieren. Ich drück beides, nichts passiert. R2 drücke ich, nichts passiert. R1 drehe ich, die Scheiße. Warte, ich guck mal. Naja, ist doch immer aber. Warte, Schatz. ich glaube er meinte das. Ja, er meinte es so. Ja, okay, dann mach's weg, Marc, weil ich setze hier hinten eins hin. Ach, auf R1. Aha. Inshallah, Bruder. Machen wir schon mal los. Wow, ich konnte einen Stock reinlegen. Der hatte ich nicht. Da war ich erscheinend ein little bit schneller als du, wa? Nee, ich meinte mit dem Einlagern. Gut. Der Flo hat jetzt auf sein, hat er seinen Intro-Dingsbus gemacht, ne? Ja. Und er hat jetzt von einem größeren YouTuber so ein Dings bekommen. So ein Angebot zum Helfen und so. Hat er also drunter geschrieben, Ehrenmann. So, muss ich das was sagen, damit er das Angebot annehmen kann, weil es gut ist. Dann hat, was hat er geschrieben? Angebot angenommen. Noch nicht mal ein Danke oder so. Wo ich mir einfach so denke, ja, ist der Typ lost. Soll der Flo machen. Die Sache ist, Fortnite verkauft sich halt gut auf dem Markt. Ja, das ist es, aber halt, die kleinen Kiddies feiern das halt alle. Ja, ich weiß. Außerdem ist Schrottnet nicht mein Geschmack. Schrottnet? Hm. Wir haben Besuch. Wir besuchen, ja, klatschen weg. Ja, also überhaupt, Stück, ist dir übrigens aufgefallen, was mit unserem anderen Wagen passiert ist? Ne, es sind 4 Stück, doch die Schlüssel. Marc. Aber was? Ist dir aufgefallen, was mit unserem anderen Wagen passiert ist? Nee. Komm mal her. Wir sind gespawnt, haben hingeguckt und dann war es auf einmal so. Aber was willst du machen, wa? Geh nicht da raus. Warte, wir kommen auch. Kev, du hast verfolgt. Sollen sie mich verfolgen? Passi ist auch noch da. Da wird das schon regeln. Extra hier durch die Bäume im Zickzack, Junge, da können sie mir gar nichts. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Geh weg! Husch! Hallo, Passi hier. Ah nein, ich höre mich selber hoch. Guck, voilà, Espanol, warum brennt die Dinger nicht? Kamikaze, sagst du? Was ist denn hier, Arm? Meinst du Thrombosen, Jonas, oder meinst du Galoppelhand? Galoppelboser. Und warum machst du nicht die geile stylische Tuchkoffer hier auf? Ach, Marc, bist auch da. Hey, ja. Alle auf einen los.
Ja, da ist ein bisschen Zeug drin, ha. Ja, passiv sieht's aus. Willst du nicht auch mal die Koffer mit kaputt machen? Wegen ein bisschen Stoff. Ein Lose Weight Koffer. Was? Ich habe 87 Stoff. Oh, hier liegt Geld. Ja. Einfach Wodka mit in der Tasche, alles klar. Ui, warum liegt denn hier so viel Kohle rum? Warte. Ihr macht das nicht kurz ein bisschen, die Leute. So, wo ist das Spielzeugdings? Ach, hier. Ach, ein Bein. Was ist denn das überhaupt für ein Tank? Müssen wir das hier aufsprengen? Ja, Entschuldigung, gleich. Ja, wir warten auf dich. Wenn schon, denn schon. Ey, warte mal. Oh, hier liegt übelst viel Kohle rum. Das hätte ich gerne mal in Real Life, das Geld, was hier rumliegt. Ja, wegen dem Passagierdingsbungsings da. Ich klaue ihm gerade überall die Uhr. Hab aber gerade keine Rüstung gemacht. Ja, passiv, warum haben wir uns eigentlich, bevor wir los sind, keine Rüstung gebastelt? Wir haben doch genug Knochen schon da im Dingsbums, im Camp. Die beste Rüstung ist eigentlich die Mechanikrüstung. Ja, aber vorübergehend oder nicht? Hier hinten liegt auch noch ein Hinweis. Jesus Christus war sein Name. Das komische Blatt Papier, was da am Fußboden liegt. Ach hier. Ich hab bei der Leiche geguckt. Fuck, ich wollte den Speer ausrüsten. So. Hier liegt der Bauarbeiterhelm. Hinter dir ist auch einer, pass auf. Guck mal, jetzt hat jeder einen zum Verkloppen. Hallo. Au. Ah, fuck. Er hat mich down gehauen, die Sau. Aber was willst du machen, gell? Kannst du machen nix, musst du gucken zu. Wollt ihr mir mal hochhelfen? Oder seid ihr einfach noch nicht fertig mit dem Typen? Oh, Bruder, muss los. Ich brauche erstmal was zu snacken. Jetzt habe ich nur eine Pillendose dabei. Hab. Alles klar. Du einfach durchrennst, weißt du, und nicht unter der Mark. Wir bleiben noch ganz gemütlich hinterher. Ah, nein, 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 nein. Ah, oh, fuck. Passi, ich komme. Ja, nein, nein, nein. Oh, es hat fast geklappt. Ich war gerade auf dir drauf. Ja, warum? So geht's schneller. Warum? Ja, dachte, ist da was? Plus ich habe halt keine Medikamente mehr. Oh, Schädel. Geil. Kevin. Hier. Kevin. Was? Hier. Oh. Danke, Passi. Das war immer noch ich. Was macht der denn? NS-Spasti. Tauchergerät, wo? Hier. Ach so. Oh, mein Köpfer neu gemacht, Junge.
Wie viele Gastanks habt ihr eigentlich für Sauerstoff dabei? Ich habe irgendwie vier Stück oder so aufgesammelt, weil ich zweimal auf der Yacht war. Ich glaube, ich hab auch so vier. Oh, warum schwimmt der denn so langsam? Willst du vielleicht da trinken? Ja, ich bin noch unter Wasser. Schwimmen die Kinder schon auch, oder was? Junge, als ich so alt war wie du trägst wie neben mir, da konnte ich noch gar nicht schwimmen. Hier Leute, gibt's Soda und Schnacks. Na, Passi, willst du dir keine Soda noch mitnehmen? Oder hier solche Taucherfackeln? Oder ist das Dynamit? Ne, das sind Taucherfackeln. Ich komme mir vor wie in so einer Rentnergruppe, wir tun jetzt alle gemeinsam eine Runde schwimmen. Ey, kleines Ründle baden, wa? Ihr rennt immer so schnell vor, sag mal, habt ihr Jagdwurst gefressen oder was los? Nirgends nicht. Aber geil, dass hier überall Gastanks rumliegen, immer wenn da eine angekratzt ist, kannst du nichts aufheben. Hallo? Stopp. Jetzt ging die Tür mit Schmackes auf, sag ich dir. Boy. Und da war halt einfach nichts, war da ernsthaft nichts drin jetzt? Doch, drei alte Pistolen und irgendwas drin, so Kugeln. Achso, ja, die hab ich schon. Ja, wollen wir die Pistole dann eigentlich auch zusammen basteln oder? Danke für die Antwort, Leute. Ich will den Topf haben, den habe ich noch nicht. Ui, Gasolino. Ui. Ich darf mal kurz a little bit vodka. Aber ey, vergesst nicht euch diese Benzinkanister mitzunehmen, gell? Habe ich schon. Also ja. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Einfach passieren da, ja. Ha, da wir halt natürlich noch tiefer. Ist okay, Passi. Wow, ja, ich mit meinen zwei Zuschauern. Die Unterwasserwelt mal zeigen, schön, ne? Ja, alles schön verschwommen. Ja. Ey, warum schwimmt denn ihr so wie Speedy Gonzales? Meiner schwimmt wie so ein alter Sack. Ey, ich komm nicht hoch. Ach, jetzt. Huch! Nein, ich hab Geld verbrannt. Ich ja, mach da nichts draus. Boah, Bruder, neues Zuhause. Tschüss. Das sieht so behindert aus, wenn dir eine Tower ausrüstet in der Ecke. Warte. Tschüss, Marc. Wir gehen mal eine Runde klettern. Deine Schuhe sind irgendwie voller Blut. Meine Schuhe? Ja, und du hast ein bisschen Blut am Arsch kleben. Hast dich mal angeguckt, Junge, du siehst auch nicht rosig aus. Ich seh dich aber gerade von unten, das ist gerade, ja. Ja, wenn der Markus mal durchlassen würde und ich nicht gleich wieder fast runterfall. Ach ja, das ist der erste Fundort. Für die Pistole. Ich schwimme einfach mal, nein, ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber... Hier geht's weit runter. Oh, jetzt schwimmt meiner übelst langsam, soll ich wissen? Oh, ich überhole den Passi gleich. Kuckuck! Kuckuck, du kleinen Schnappe, guck mal, wer da ist!
Ja, jetzt will ich nicht mehr weiter. Ach, war schon richtig, sagst du? Ah, na jo, na freilich. Ich brauche noch ein Stückchen. Oha. Oh, hier sind wieder die Enten, die mich nicht in ihren Clan aufnehmen wollten. Das ist der Entenclan, ja. Apokalypto Ende. So, und jetzt kalt. Ach, hier sind wir. Ja, kann der jetzt auch mal das scheiß Foto loslassen? Ich gebe mal dann gleich mal die Pfeile holen, die ihr dann in den Camp. Ja, wollen wir dann nachher auch zu dem großen Camp fix latschen oder? Aber das war ja erst noch Zeug wegbringen. So da und essen und trinken und extra kann. So, ist warm genug. Und wenn nicht, saufe ich Wodka, ist scheißegal. Das Wodka ist rein in der Seele. Hier liegt ein Kochtopf. Wer von euch einen Kochtopf will? Den brauchen wir sowieso. Oh, Pfeile. Hier liegen gute Pfeile zu verkaufen. Ich hab doch gesagt, ich geh da hin wegen den Pfeilen, aber ich bin voll wegen den Pfeilen. Was ist das? Also, hier ist auch nochmal ein Koffer Pfeile. Ne, hier sind diese Fackeln. Huch. Ja, die hab ich aber offen. Können wir die nicht auch irgendwie lagern? Wir brauchen mehr Platz im Lager. Ich hab's was umgebracht. Das Kleine. Ey, ist doch mein Kopf. Nein, ist jetzt meiner. Ich will nicht mitnehmen. Ist jetzt meiner, hab ich geklaut. Ich hab den geschlachtet, nicht du. Mein Name ist Juri, ich klau, was ich will. Merkt man. Ich polnische Nationalität. Oha, übelster Freeze gerade gewesen, mies. Was? Wait, what? Was ist das? Er kann nickel. Er kann nickel. Ja, Passi, geht's dir gut mit deinem Kokainer? Neues Tier entdeckt, hä? Ja, wahrscheinlich den Kadicke. Nee, den bin ich ja schon mehrfach über den Weg gerannt. Bleib doch mal stehen. Ich schlafe weiter, du kannst mich. Nicht du. Wieso? Haben wir was in der Höhle vergessen? Also ja, warte, ich komm gleich. Ich gleich wieder da. Bloß ich muss. Dieser scheiß Schildkrötenkopf, Hilfe! Warte mal. Warte. Wo ist die Halterung? Wo ist Halterung? Ich mache einen Hasenkorb. Aha. Warte. Halterung ist. Ach, Passi klotzt wieder irgendwas anderes. Hallo. Hier. Du hast gefickt, mein Kopf. Wunderschön. Wer zieht wie den Schwanz aus dem Ohr? Ach, guck mal, wir haben eine Nachbarin. Sogar zwei. Tschüss. Mach dein Ding, Marc, ich geh. Oh, du bist so ne, das sind scheiß Kameradenschweine. Ich hab keinen Bock, mich jetzt zu boxen, wie sehe ich denn aus? Wie in Kevin? Das ist meine Gesundheit, die daran kaputt geht. Oh, neue Axt, die ist immer gut. Ei. Wollen Sie die? Oh. Desbasito. Lalalelu.
Ei, ei, ei. Das Corona. Sag mal, gehst du gerade immer weiter in die Höhle rein? Nein, ich stehe immer noch fast, ich stehe immer am Eingang fast. Aber bevor wir weiterlatschen, rutsch gerne eine rauchen. Ja, dann mach ihn wieder weiter weg. Oh, hier kam Fledermaus aus dem Haus. Was ist das denn, Bobus? Ihr, oh. Ich bin Kämpfer drin gewesen. Das Spiel war bei mir gerade kurz gefüßt. Na, für ja, mich war das auch nicht schön. So. Warte. Erstmal ingame was essen und was schnacksen. So, jetzt in Ruhe. Kann man das ausziehen? Ja, musst du über Rucksack gehen und dann erst beibringen. Ah. Ich hab mich schon gefragt, warum ich aussehe wie Bane von Batman. Tut den Pfeil aus mein Gesicht. Was machst du? Lest gerade Buch, sagst du? Passi steht da hinten, ja, im Dunkeln. Passi, geht's dir gut da hinten? Was machst du denn? Jetzt. Ja, dass ich nicht mal vorbeikommen oder was? Nee, ich hab Essen dabei. Ich hab Hunger. Nee, dann ess doch einfach Snacks. Mach ich doch. Nee, meine Snacks will ich nicht dran. Essen. Ich kann weitergehen, ich kann auch während dem Rauchen zocken. Da mag wer da hinten am Feuer steht, so ganz interessiert. Was ist denn? Das wirklich ein Feuer? Wie geht das denn? Kann ich das essen? Ja, Kleingeld. Klimpergeld. Ich bin Bentley. Wir müssten mal kurz warten. Was brauchen wir noch mal alles für eine Bombe? Jetzt habe ich irgendwie eine Flasche am Speer. Ich hab irgendwie 2000 noch was Münzen. Hallo, was braucht man für Bombe? Hat da eine Ahnung? Ah, okay, ne, hab. Hab schon gefunden. Was, meine Mutter? Inshallah, Bruder. Ich hab den auch Kombi. Halt, stopp. Ich konnte da gerade irgendwas noch machen. Nein. Ja, du kannst hier noch irgendwie einen Magnet machen oder irgendwie sowas. Was auch nochmal. Magnet. Abding. Ich bin allgemein gefährlich. Ich hab Bum Bum. Ja, und ich hab irgendwie so eine scheiß Alkoholflasche an meinem Speer hängen. Ich weiß nicht, wie die angeht. Wieso hast du eine Alkoholflasche an deinem Speer? Weil ich einen Flamber und Speer machen wollte. Und deswegen hast du Alkohol am Speer. Ja. Stoff. Stoff aus dem Louis Vuitton-Koffer. So, wo bist du lang? Du bist hier das Loch runter, oder? Passi, geht's dir gut? Du brummst ein bisschen. Bisschen? Passi, mach mal was, der Headset ist glaube ich kaputt. Warte, ich mach das im James Bond Stil, nicht kaputt machen. Oh, neues Outfit. Oh, eine Taschenlampe. Passi, geh mal weg. Nein, geh weg, Passi. Passi, geh weg. Mann, ich wollte das eigentlich aufspringen. Wow. Und du?
Passi, alles gut? Hallo? Ne, weil du gerade die ganze Zeit gebrummt hast. Moin Kiwi. Kiwi? Achso, mein Bruder. Ich hab grad echt gedacht, du meinst gerade wirklich eine Kiwi. Was hast du gesagt, Basi? Ach, weil jetzt bin ich unten. Einfach mal durch den Markt gekrabbelt. Was ist das denn? Huch! Seid ihr hier? Wir verstecken uns vor dir, wenn du machst, uns an. Angst! Nee, das ist Sperrwerf. Sperrweitwurf, hui! Anzünden tust du den, glaube ich, aber wie tust du nochmal den Sperr anzünden? Ich glaube, mit Pfeiltaste nach links oder rechts? Nee, mit links habe ich jetzt noch eine Abstandsgröße, wie sind. Ja. Damit stecke ich ihn weg. Alles klar, Marc. Ich frag nicht nach. Damit hüpfe ich, damit ducke ich mich. Ach, hätte ich doch mal. Was ist denn hier eigentlich, quasi? Hi, Passi. Andere Richtung. Was ist das hier eigentlich? Meins? Schlafe einfach mal kurz den Gang nach hinten. Mal gucken, was da auf uns wartet. Also hier liegt der Koffer, ja. Und hier hängt Finger von der Decke. Ich glaube, ich bin richtig. Also ich glaube nicht. Okay, hier ist der Ausgang. Da ist der Ausgang, ja. Und andere Seite? Wo geht's hier oben lang? Ach, das ist da, wo die Leichen hängen, okay. Marc, machst du eine Pause, sagst du? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Guck. Weiter geht's. AI, du bist in mir, Marc. Hilfe. Schon der aber eklig. Ne, dann geh du doch halt weg. Ich gucke erstmal eine Runde in die Sterne. Oh, da ist zweimal Bambi. Huch. Oh. Ich hab mein Sperr zu weit geschmissen. Ich weiß nicht mehr, wo der liegt. Oh, hier ist einer, der leuchtet. Na. Ach ja, nö. Mann, das sollte noch stehen. Häuptling Wunderbar, Junge, komm her. Ich stech dir ab mit meinem geilen Speer. Weißt du, wir prügeln uns hier und der Marc macht sich da hinten einen Dicken. Ich hab Essen mitgebracht. Und Trophäe geholt. Komm, wir nehmen den mit. Okay. Hä? Mensch. Hättest du auch den seine Frau mitnehmen können, der die Sterne auch schon wo. Nein, ich will. Kommst du mit her, Schatz? Boah, nee, ey, jetzt müssen wir wieder so weit latschen. Chicorée und Alkohol kann ich nicht mehr tragen, habe ich voll. Pillen bin ich voll. Ja, aber was haltet ihr davon, so Pillen und so ein Scheiß kann man jetzt eigentlich einlagern, dadurch, dass wir auch gerade eine Menge gelootet haben? Oder nicht?
Oh, hier rennen zwei Idioten lang. Die rennen Richtung unser Camp. Kevin, das sind wir. Nee. Ich glaube nicht, dass ihr auf allen Vieren lang rennt, oder? Nee. Naja, also. Alleine, weil ich eine Rekopf in der Foto habe. Nee. Du hast ein Matchup. Okay. Ein Problem damit? Lass mich doch. Du bist mein Kumpel. Marc, du machst Trophäensammlung im Haus, sagst du? Quatsch. Ich hab wieder Geld verbrannt. Scheiß auf Geld. Geld ist eh nur Papier. Oder recht, das hast du ja recht von daher. Komm her. Passi, bring mal noch ein bisschen Alkohol mit. Weil unser Alkoholregal ist fast voll. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt auch ruhig Zeug einräumen, ja. Weil ich räume die ganze Zeit mein Zeug ein. Oh, irgendwie sieht das so bitter aus, wenn das Ding da dran ist, ne? Bitter wie Zartbitterschokolade. Guck dir doch mal die, das Vieh an. Ja, sieht doch schick aus, wenn da der Hai hängt, da drunter der Hase, dann hier eine Schildkröte. Aber komm mal mit jetzt, los. Ja, weil es so braucht. Räumen ein in die gute Laden. Ich mache hier noch Dresen mit Kasse und sagen 1,50. Los jetzt. Hängen dein Zeug, legen dein Zeug ab. Ist gut. Ui. Hm? Unser Essen. Ketchup. Ist das? Doch, es auch was. Passi, was hast du gemacht? Das war ich. Also? Ich habe gerade Bum gemacht. Ja, normal. Ich frage mich, ob es bei mir oder irgendwas wäre, gibt schon was Knast. Ich schon mal den nächsten, oder? Warum gehst denn du immer andauernd in eine Höhle ohne uns, ja? Kannst du dich wieder auf meinen Bein stellen? Ich hab damit kein Problem. Ja, markierst du die Höhle schon mal? Ach, hast du wahrscheinlich schon, gell? Du, nimm. Doch, ess. Ich esse auch die Nudeln für dich auf. Komm. Haben wir irgendwo Knochen? Ach, hier hinten. Alles klar. Na Marc, du fällst wieder ganz gekonnt Bäume oder was? Ich brauche nur einen Baumstamm. Das fällt weg. Hallo. Hast du den ganzen Wiener rausgegessen? Süß. So, wie verfahren wir jetzt weiter? Danke für die Antwort.
Ja, warte, dann nehme ich 1, 2. Snacks mit und komm ich mit. Ich hab gerade Nudeln gegessen und jetzt gibt's noch Bommis. Kiwi immer noch mag sein Bruder. So, warte. Basi, ich komm's gleich zu dir. Mit meinem Bombenschwächen. Ich muss mir jetzt 1-2 Pillen mitnehmen, sonst bin ich am Arsch. Bei mir backt die Tür, gell? Mit oder? Mach ich mit. Ist das egal? Vor allem, was voll komisch ist, ist, dass sie einfach nur so Ketchup reingemacht hat. Wieso? Bist du eher der Mario-Fan bei Pommes? Kann ich gleich holen. Mm-mm. Warum nicht? Du spielst jetzt dieses Scheißspiel weiter, damit du endlich von diesem dreckigen Scheißding wegkommst, Alter. Das geht mir nämlich langsam deftig auf den Weg. Dein Ausdauer ist kaputt und du bist gleich tot. Egal. Was gibt's denn da zu lachen, ha? Oh Gott, ich häng fest. Ich hab doch gegen den Baum gelaufen. Ich werd verfolgt, Schatz. Oh, ja, woher soll ich das denn wissen? So, was wolltest du sagen, Pasi? Dito. Gehst du jetzt doch Mayonnaise holen? Ja, du kannst Ketchup ja hier lassen. Ja, das war mein Plan. Deine Intention. Wo ist der Hinweis? Der da hinscheißt? Spiel ein bisschen Basketball mit einem Kopf. Das habe ich halt auch gemacht. Ich hab halt kein Baumharz und so, ne? Wir einfach alle vorrennen. Wow. Ich hab die Scheiße irgendwie mit. Musst du auch nach unten gucken. Da tauchst du mal kurz ab. Hoch. Marc, hast du dezent gerade den Pfeiler der Höhle kaputt gemacht? Ja, das wollte ich gar nicht. Egal. Na, mein hat einfach direkt das Tower-Gerät aufgesetzt. Alles gut, Schatz? Mhm. So schon. Backofen Pommes. Muss mal gucken, wie ich das jetzt mache wegen dir, wegen Ketchup und Mayo. Warum? Wo ich das hinstelle. Kein Bock, das hier anzusehen. Kevin, hier ist so eine Kassette, ne? Also, ich hab auch keinen Bock mehr. Gib halt den Ketchup zu mir her. Und da hältst halt den Mayo.
Kassette 5, mal gleich mal anhören hier. Ich glaube, die haben wir schon. Ich glaube, oh. Ja, das ist das mit dem Rock. Hm. Aber dann gibt's die doppelt. Das ist ja totaler sinnloser Scheiß. Wiss ich nicht. Was ist mit unserem Lieblingsloch? Ach, wir sind beim Arschloch angekommen. Sind wir beim Arschloch? Ja, wir sind beim Arschloch angekommen. Komm. Machete, wir kommen. Warum? Hoi, bum bum. Ey, wir haben Dynamit und alles, also. Ah ja, okay, gut. Nee, wir haben keinen Kletterhaken dabei. Ich hab aber bestimmt schon ein paar verstreucht. Ja, wie kommst du wieder raus? Wieder Zick-Zack-Taktik, sagst du. Willst du auch mal Mayo haben oder ist Mayo nicht so? Ja, gibt halt, ja. Ja, Marc, du stehst dezent im Weg. Ja, sorry, ich muss gerade schreiben. Mal. Da zuckst du mich denn so an? Hm? Zuck doch nicht so, ich hab mich verhalten. Das mach ich immer. Wir gehen auch nicht runter. Nee. Und dann wissen wir wieder nicht mehr, wie wir rauskommen. Ja. Wir machen so, wir bauen eine riesige Treppe nach unten und Passi wirft uns dann halt so Holzstämme runter. Aber ey, Passi, dir ist bewusst, dass hier hinten auch noch weitergeht, gell? Ich habe einen Hinweis gefunden, ich habe einen Jesus am Kreuz gefunden. Ich glaube nicht, dass wir hier im Kreis laufen. Nee. Jetzt sind wir nämlich woanders passen. Ich bin dann mal weg, Galoppelheinz ist hier hinten. Ah. Ja, Galoppelheinz. Warte mal, ich hab doch ein paar. Passi, willst du mal mit zu uns kommen? Ich hab mir selber Brandpfeile gemacht, fertig. Ne, Kiwi, die Karte haben wir noch nicht. Ah, da wird uns Passi auch noch hingeleiten. Kommst du gerade wieder? Ein Passi? Mit dem Geil krieg ich jetzt ein Ding dann. Ach, Alter. Fight, hast du nach rechts? Nee, eben nicht. Ich krieg mein krieg das Feuerding, mein Feuerpfeil nicht ab. Der ist vom Feuerpfeil nicht. Was ist das denn? Das sieht aus wie meine Mutter, wenn sie nicht geschminkt ist. Marc, ich hab ihn böse gemacht, lauf! Oh, wow. Das haben wir uns bei Galoppelheinz auch gedacht. Muschi Klaus. Ach, Galoppe. Na, Galoppe, Heinz, haben wir auch. Wir haben ihn gedauert. Oh, sorry. Hallo. Hast du mal Marc verprügelt am Rande? Du hast nicht flammig, dass du hast. Sorry. Nicht, haha. Warte mal, von dem kann man auch den Kopf. Von dem kann man auch den Kopf mitnehmen. Mach das. Ja, wo bleibst denn du, Passi? Kevin? Ha! Alter, erschreck mich nicht so. Was will ich mit dem Schädel? Geh weg damit. Sieht nicht gesund aus. Das ist ein Kopf? Das ist ein Kopf, ja. Darf ich vorstellen? Muschi Klaus. Das ist immer noch Galoppelheinz, nicht Muschi Klaus. Für mich ist es Muschi Klaus, fast dasselbe. Nein, Muschi Klaus schießt Babys aus ihrer Möse. Aus seiner Möse.
ihrer sein, also eigentlich Latte, das ist Jacke wie Hose. Ach, jetzt funktioniert es. Wow. Ei. Mach mal einen Abgang, aua, Marke. Schlieg im Dunkeln, Hilfe. Ich mach dir mal Licht. Da ist gleich tot. War der Kief? Ich hol dich gleich wieder. Wie hast du mich gerade genannt? Kief? Ja. Wir laufen gerade auch in so einem riesen Loch rum, also in der Höhle. Ich treffe dich Wichser nicht, jetzt. Naja, du kriegst eher. Ich liege. Ich liege auch gleich. Gleich. Das war auch gleich mit dir. Dann helfen wir da erstmal fix hoch, Mann, damit ich dir helfen ich kann. Nee, oder? Doch. Ey, Alter, mein Totenschädel ist gleich voll. Passi, wir sind am Arsch. Was heißt, also, was ist eigentlich, wenn man stirbt? Dann spawnt man in einer anderen Höhle wieder. Nein, das spawnt man so, das spawnt man so raus. Schön. Oder in der Höhle. Hm? Ach, das war nicht schlimm. Geht auch noch. Schau. Ja, ist auch hart. Sonst hätte ich jetzt einen Kopf weniger. It's time to say goodbye. Traurige Verfolgung, dass deine Sachen immer stirbt. Nee. You are dying. Ey, müsst ihr nur wieder hier in die Höhle kommen, wo ich dann bin, und dann sind eure Sachen wieder raus. Die Sache ist, ja, ne? Weil ich mir einfach nicht sagen will. Ich will Puppe. Geil. Die Sache ist halt, kommen wir überhaupt zu unserem Zeug zurück? Ja. Nein. Ich bin dunkelhäutig. Du bist schwarz. Was bin ich denn jetzt hier? Du siehst aus wie ein Mexikaner mit deinem Schnauzer. Das ist eine Brille und ein Schnauzer. Das ist super. Mein Name ist Jerome Boapeng, Junge. Das sieht aus wie dieser Jackie Chan, nur in Mexikanisch. Der mexikanische Jackie Chan. So rennt er auch. Ey, bleib mal stehen, Jackie Chan. Specky Chan. Du hast nur noch 5 I need my ketchup, ja. 5% Yeah. Mhm. Oh, na klar. Guten Morgen, mein Guter. Ich habe aber auch noch ein Handy, da können wir über meine... Ist das die Höhle, ja. Oh, ich stehe in dir. Da waren zwei Hände bei mir. Ich habe einen Mexikaner in mir, Hilfe. Ich bin mexikanisch und schicke Chan, nee. Tassi ist wieder am Arsch der Welt. Und der ist halt die Überlebenskünstler. Na, wir gehen nochmal ins Feuerzeug an. Beste Fight hast du immer noch. Pff, jetzt komm, tu mir mal nicht so, ja? Du hast eine halbe Stunde gerätselt, wie du den Dings anmachst, den Pfeil. Ich hab's aber rausgefunden. Du kleiner Specky Chan. Das nicht. Tassi is going to die. Ja, Patrick ist gut, aber also. Unsicher. Aber ich sehe mein Totenkopf, Toten, das ist schon mal bloß. Aber bei Patrick ist dieser Totenkopf. Ja, das ist mein Zeug. Ach, cool. Mir ist eine Pommes ins Ketchup gefallen. Ins Ketchup? Mhm. Ins Ketchup? Okay. Jetzt habe ich auch gerade mit Absicht gesagt, weil ich weiß, dass das viele Leute triggert. Mich triggert es nicht, aber es ist lustig. Ach, na, passi. Marc, wohin willst du? Keine Ahnung, ich war gerade bei der Kassette auf einmal. Sag mal so, du bist dezent falsch gelaufen. Ja, ich bin falsch, ja, ich weiß. Und passi, was gab's noch so in der Höhle da hinten? Ja, ich muss erstmal mein Zeug holen.
Sonst wird das ja nicht. Oh. Okay, ich hab ein Zeug wieder. Wir werden schon wieder vermöbelt, Hilfe! Ja, keine Lust mehr. Ich bin weg. Ich will mich jetzt hier am Seil versteckt. Oh ne. Jetzt kommt wieder dieser mexikanische Opa. Marc, ich glaub, der ist runtergehüpft. Ich bleib oben. Ja, der ist unten. Ah. Ja, die sind jetzt alle unten, die zwei sind runtergeflogen. Der eine kam mir entgegen. Ja, aber hier oben bei mir ist, glaube ich, auch noch einer. Passi, du wolltest doch COD zocken. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Gibt's hier irgendwas Schönes? Boah, Marc, weißt du, wie wir das da unten regeln können? Warte. Ach, du hast ja. Ich hab immer noch TNT und so einen Scheiß dabei. Ich hab TNT gewogen. Ob die tot sind? Ah, ich weiß es nicht. Vor allem diese Frage, ob die tot sind? Boah, das ist ja getroffen. Warte, ich schmeiß einfach mal eine Leuchtfackel runter. Oh. Das klang, als wäre jemand gestorben. Ah, Passi rennt einfach auf Kamikaze-Flieger runter. Da ist noch einer in der Ecke. Das macht Passi gerade schon. Wir bleiben hier oben und gucken zu. Marc ist runtergefallen. Mir geht's auch so gut. Ich stell das auch erstmal da. Ich stell das hier auch erstmal dahin. Und now I come in Kuschelingling. Yeah. Arr. Bebisch. Oh Gott. Bitte, ich bin ein Star. Holen Sie mich in hier raus. Marc? Ja. Also, ich soll dir von Kiwi und deiner Mom ausrichten, dass du ein Spinner bist. Von der Mutter. Warum von meiner Mutter? Die soll doch einfach mein Stream reinkommen und mir schreiben, hallo, da geht's doch. Marc hat geschrieben, also Kiwi hat geschrieben, Marc, du bist ein Spinner, schöne Grüße von Mutti. Wow. Achso, ich habe ja meine Mutter halt Bauernfrau genannt, ne? Mein Feuerzeug geht nicht mehr an, Hilfe. Ja. Hey, jetzt habt ihr... Das mag ich nicht mehr. Ich war in... Hilfe. Da habe ich das Feuerzeug ja gemeinsam gehalten, was? Oha, danke dafür. Nein, hier bleiben. Lachsmiley und Daumen hoch. Hey, oh, Junge. Don't verschlucken dich. That's nothing good. Nicht, dass du wie um 5 wieder einen Schlaganfall kriegst. Oh, Pippis, guten Tag. Du hattest ja wirklich... Ja, ich krieg viele davon hoch. Oha. Ich glaub, den Kindern hier unten geht's nicht so gut. So wie mir gerade, ich bin fast tot. You having a Schlaganfall? Ah, mein Fuß ging schlafen ein. Oh no. Dann musst du Position ändern. That's not good things. Oh no. Schon wieder ein Christuskreuz, oder was? Siblings, still missing. Stil missing. Nee. Ah. Ja, ich hab's gemerkt, auf einmal. Ja, ich hab den auf Döds gekriegt. Das nächste Mal ein bisschen eher vorwärts. Danke. Ist das so schlimm, Passi? Wow. Bei mir ist noch einer. Vielleicht bist du ja dieses Mal wieder weiß. Ach Mann. Da Passi will nicht, dass ich weiß werde, da sagt ich soll schwarz bleiben. Ich bin tot. Jetzt seid doch mal Kids, ne? Jetzt hast du dir schon eine Scheißglatze geschnitten, siehst aus wie eine schwule Bowlingkugel. Jetzt lass mich dich auch durchkitzeln. Aua! Ja, kann ich mit hochheben? Hä? Kann ich mit hochheben? Sorry, mich hält ein Baby gefangen, Hilfe! Das ist wieder das so ein mexikanisches Specki-Chan! Wie, warum sind die so blau und warum sind die so blau? Oh, hallo! Warum sind die... Ich bin nicht Kind. Warum sind die so blau? Weil das alles Missgeburten sind. Boah, da hinten leuchtet Licht, Passi, siehst du das?
ihr seid Jesus. Haha, passiert, du hast aber auch geile Klamotten an. Sehen wir nicht in der Höhle, wo es die Kennzirke gibt? Das sieht aus wie so ein Rock. Ja, das ist dieses Flugbegleiter-Ding. Sag doch selber, sind wir nicht in der Höhle, wo es die Kennzirke gibt. Mach schon. Oh, der Arme, da fühlt sich so richtig am Mops. Passi, du trägst einen Rock. Schaut nur die Kettensäge, ich bin da mal weg, der Jäger. Ich gehe hinten das Seil hoch, warum mich das hinführt. Ich glaube, das führt dich genau wieder da hoch. Kann das sein, dass wir alle einen Rock anhaben? Nö, ich nicht. Specky Chan hat eine Hose an. Ach ja, Markus Specky Chan, da kann sich sowas nicht erlauben. Echt so. Sonst guckt's fett raus. Kommt hoch, ich mache euch Licht. Weiß halt mal. Gut, wenn sie Speckling rauskriegt, denkt die. Weil dann wird man von YouTube monetarisiert oder wie das heißt. Oh nein! Erstmal passiv vom Abschneiden. Darf ich mal einmal. Wollen wir uns betteln oder was? Darf ich mal ganz kurz? Ganz kurz, eine Sekunde, nur eine Sekunde, ganz kurz, kannst du kurz? Nein. Bitting. Nein, Schatz, hör auf. Du willst nur ein Passi zerstückeln. Nein, ich will ein Passi nicht zerstückeln. Ey, warte mal, brauchen wir hier nicht einen Kletterhaken? Ach Mann. Ja, das ist erst woanders. Ah, das willst du mir jetzt erzählen, Marc, ja? Das weiß ich nicht noch. Ich hab dich auch mal gespielt. So im Pumpo. Oh, mach da nichts draus. Ich hab dir das Play durchgeguckt. Aber das ist auch schon ewig und 3 Monate her. Ey, hier hinten geht's noch weiter, gell? Nur mal so als kleine Randinfo. Es ändert nichts daran, dass es hier hinten weitergeht. Ich weiß zwar nicht, wo es hier lang geht, aber es geht hier hinten auf jeden Fall irgendwie weiter. Ah, Tau. Ach, na mal hin. Ich glaube, du bist mir jetzt einfach nur entgegengeschwommen. Ja, das ist einfach nur ein Wasserweg hoch. Ja, okay. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Dir ist kalt und du bist nass und du brauchst ein Feuer, um dich zu wärmen. Bring da mal runter. Making the game self-morning. Passi ist runtergehüpft. Lebst du noch? Was? Essen. Hä, warum liegen hier in Klamotten? Schatz, you need Essen. Sonst you are gone. Ja, ich brauche erstmal hier irgendwie ein bisschen Feuer schon. Feuer auch in den Ding. Ah, nicht kürzen Schatz, bitte. Ja, warum nicht? Du kennst mich nicht raus. Ah, hör auf. Pfui. Was er nicht? Ich hab alles Tiffy im Hund. Oh, schön, wie hässlich ist denn das denn? Das sind alles Missgeburten. Oh, wirklich? Ich mein doch gar nicht Tisch, Passi, bleib ruhig. Also, wie sieht's aus? Gehen wir jetzt erstmal unsere Basis dann erweitern, also gefühlt den kompletten Wald abfallen. Wie sieht's aus? Vielleicht hört ihr einfach auf, weil ihr schon seit einer Stunde suchtet. Ja, die ist doch draußen bei dem Helikopter eigentlich. Was, Katana? Hab ich gerade. Ja, Katana gibt's auch. Ja. Noch. Ich weiß auch nicht wo. Gehen wir jetzt noch einen Katana holen. Danach noch die Machete. Was für ein Nachher, du hast gesagt, du spielst 2 Stunden. Ja, mit Nachher ist ja nicht. Ja, ich kenne deinen Nachher. Ha, Passi, ich hab deinen Schlüpfer gesehen. Ja. Ah, der muss so liebensgewürzig, ja. Ey, warum liegen hier denn so viele Klamotten rum? Ich habe jetzt irgendwie 4 Klamotten aufgesammelt. Mit wem klopfst du dich jetzt schon wieder?
Boah. Willst du mich hauen oder was? Naja, bist ja nur hinter mir, gell? Was war das jetzt für ein Move? Oha. Was denn? Stich auf. Aber hat mal irgendwer von euch was zu fräsen? Hast du schon wieder nichts? Naja, nee. Warte. Hast du mich gerade schon wieder Chantal genannt? Oder muss ich da stehen bleiben? Der Mexikaner. Ich gehe meine eigene Wege, lass mich ruhen. Sehe ich aus wie einer von der Armee. Ein Gaschloppel meins. Mann, ich schreibe ein bisschen Texas Chainsaw Massacre spielen und dann passiert sowas. Könnt ihr mir gerade irgendwie hochhelfen? Geht das? Danke. Habt ihr sie geholt? Nein, ich hab einen Freeze, Hilfe. Och. Snacks. Was ist denn mit dem kaputt? Wie hat das steht mit seiner Unterhose? Sein Dödelmüll, den guckt er alle die Bit from the Siding raus. Nee, das kannst du übernehmen. Oder das macht der Marc. Ich mache gar nichts an der Gangschaltung. Ich mache gar nichts an der Gangschaltung. Alles klar, Marc, ist okay. Hier links geht's runter, ne? Also. Wir haben auch einen anderen Weg gefunden, wir sind gerade woanders lang. Ja, ich hab dir gerade nur den Ball gesehen. Ja, ich bin genau hinter dir, Mensch. Chill doch deine Drum and Bass. Yeah. Das war gerade wieder bei diesem Typen, der da dran hing. Das war wieder dein New Orleans Moment. Geil. Ui. Knete Monete. Den Koffer will ich haben. Aber bitte mit Input, danke. Oh, Essen. Geil. Oh, trinke und Uhren. Oh, ich kann keine Uhren mehr mitnehmen, scheiße. Wo ist Benzin? Benzin. Wo ist eigentlich die Katana? Ich finde die gerade gar nicht. Die steckt da in dem Typen. Bei mir steckt da gar nichts. Ach, da hinten ist er, ja. Ja, hier hinten ist er, ich hab's gefunden. Ich kann den anderen Kanister nicht mitnehmen. Ah, ich muss mir mal einen Feuerbrand setzen. Ich. Kawabanga! Hallo! Na, aber Specky-Chan, hast du nicht dein Katana? Kommst du jetzt? Was machst du? Ja, ich. Feuer. Wo willst du hin? Naja, eine halbe Stunde haben wir noch. Ja.
Und dann bauen wir da noch ein bisschen was. Das dauert eher nicht lange. Mit der Kettensäge vor allem jetzt geht das ja eigentlich ruckzuck. Bloß die Sache ist, was bauen wir? Hier ist ein neuer Koffer. Oh, hier gibt's neue Klamotten. Yeah. Ich kann ich hab ein Hemd an. Was hab ich denn an? Sieht aus, als hätte ich eine kurze Hose an. Ich bin ein schwarzer Holzfäller. Yeah. Sind wir hier richtig? Nee, passt die Smartphone-Richtung irgendwie. Ah, er ist hier runter da. Was hast du gefunden? Das Seil, was ich vorhin gefunden hatte, da ist er runtergegangen. Ah, warte. Muss man das Seil unbedingt benutzen? Ist das so tief oder kann man einfach runterheben? Ich bin runtergesprungen, passiert nichts. Jetzt tot. Ach, die zwei Bilder hier. Drei. Eins auf dem Boden. Ich spiele heute kein Fortnite. Das meine ich ernst. Macht es Spaß? Nein. Ach, sei doch ruhig, Paddy. Ich werde wieder müde. Du, ihr werdet auch müde. Als ob. Ich bin wieder voll grad müde. Egal. Wir legen uns ja eh gleich hin, also alles gut. Hast du eigentlich eine gute Serie, die wir nachher gucken? Die wir vor uns angefangen haben. Okay. Go away! Aber wir legen uns dann ans Dings nur und ja. Uns hier halt schön. Und I break mir mein Bein. Das finde ich gut. Das klingt nach einem Plan. Was war das jetzt? Aua. Oha, wir sind bei einem Dorf. Oh, hier ist so. Ich glaube, hier ist sogar das eine Ding zum Sprengen. Ja, bin gleich da. Nein, ich habe auch so gerade mein C4 so weggeschmissen. Ups. Mein C4 vor allem. Bin da. Geht weg da, geht weg da, geht weg da. Gleichzeitig der Typ weggeflogen. So, wo ist. Ah, altes Pistolenteil. Drei von. Das dritte von acht. Ey, hör mal auf, mich zu verprügeln. Keine Sau von euch, passt auf mich auf, wenn ich gerade kurz AFK bin. Danke dafür. So, jetzt kommt das weiter.
gehen wir jetzt erstmal eine Runde Rodung betreiben. Hashtag Regenwald, ja. Ja, noch haben wir Zeit. Na, ja, erstmal ein bisschen lagern, oder nicht? Dass wir dann, wenn wir was brauchen, dass wir gleich am Start haben. Den ganzen Weg weit auseinander. Ui. Weil deine Typ da drüben klötzt mir zu. Da einer Einwohner. Was ist denn, warum ist das? Das Intro von Halloween. Hm? Achtung, Bahnfeld! Man muss ja auch Platz machen für neue Industriegebiete, gell? Greta Thunberg gefällt das. Ja, was soll man? Nope. Warum mach ich gleich? Nachdem ich ja erstmal noch den Weg freigerodet habe. Wie gesagt, für der Thunberg selber. Hm? Ist ein bisschen hell jetzt rundherum, hä? Wir haben auch noch Wegen, gell, wo wir die Baumstämme draufräumen können, das wäre viel leichter, anstatt dann dauernd wie ein Idiot in den Herrn zu rennen. Ne, ich meine der da hinten steht. Ja, Marc, was machst du da oben? Ich guck mal was. Ich nehm die mit, okay? Das sind meine Freunde. Das hat aber sehr weh getan, Alter. Hat er getan? Halt essen, ne? Ui. Fall nicht die ganze Zeit mit der scheiß Kettensäge in der Hand. Ich werde dich alle umbringen. Bim, 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 bim. Gib mir die Tatenratten. Alter, wie viel passt denn auf den Wagen? Seven passt da so viel drauf. Wie viel? Denk dran, rechts von uns liegen auch noch welche. Okay. Bei uns stehen die Bücher rechts im Regal. Was? Kleiner Vorrat anschaffen, sagst du?
mag auch die Baumstämme, das stimmt nicht. Baumstumpf. Das ist irgendwie so ein Alpha, das ist irgendwie so ein Alpha, der geht nicht weg. Warte mal. Ich sorge dafür, dass er weggeht. Mein Alpha lässt sich nur von einem anderen Alpha entfernen. Ach, guck mal, da kam Stein hoch. Da sind die Räder nicht. Der hat keinen Bock. Da denkt er so, nö. Marc, hast du ernsthaft noch einen Baum gefällt? Weißt du, wie viele Baumstämme hier rumliegen? Hä, was denn? Der ist umgefallen. Ja, ja. Ich hab dann nichts am Hut. Na, dann lass die restlichen Tumor. Tu die restlichen einfach auf den Wagen. Ich tue am Ende doch eh nochmal speichern, also von daher. So, müssen wir uns dann nur einen Plan machen, was wir morgen bauen. Oder wahrscheinlich in der Nacht. Wieso? Keine Ahnung, irgendwas in der Nacht nochmal zocken. Oder wir, mehr oder weniger. Müssen wir mal gucken. Armso. Mag keine Blumen, sagst du? Ja. Das ist okay. Komm her. Zersäg dich, komm her. Ihr habt Spaß. Ich zersäg Passi. Komm zurück. Ich häng fest, Hilfe. Das ist mein Pfeil an der, mein Bogen, ach Mensch, mein Speer an der vorbeigeflogen. I go to the mothership. Mother was von denen? Kannst du das Schiff abbauen? Geht das? Was willst du? Ich hab die nicht mal weggepackt. Marc, du siehst ein bisschen blutig aus, wen hast du zersägt, Alter? Niemand. Marc? Ja. Der hat sich hinter den Dingern versteckt. Gehen Sie drauf, kommen Sie zurück. Ich zersäge die Bude, wenn es sein muss. Hey, warte mal, warte mal. Beide abgekackt, bei Kettensäge.
Meine Kette ist abgekackt, hör auf. Kuyosa! Kamikaze! Was ist denn mit dir? Hast du einen Schlaganfall? Ich hab nämlich mal Ignoranz und Feind. Tu das Gas weg! Ich hoffe nicht, dass ich hier gleich aus so in den Baum fällt. Geh weg mit dem Feuerzeug! Komm nur runter, Marc, komm nur runter. Kann es sein, dass Patti den Server verlassen hat? Fällt ja wohl früher. Patti? Bist du noch in der Party? Push. Marc, ich liege. Warte, ich komme hoch. Aber wie viel zum Fick hältst du denn bitte schön aus? Genügend, wenn ich genug Leben habe. So. Marc T. beutelt mich. Ach Quatsch. Oh, nee. Nein. Marc, ich hoffe nur für dich, dass du jetzt nicht selber fragst. Ja, ich bin gerade noch runtergefallen, oder? Ich kletter wieder hoch und du erlebst dich wieder. Und Passi, warum hast du jetzt den Server verlassen? Ich leg mich mal. Ich hab da keinen Ja. Na dann. Hier ist nochmal speichern und dann machst du das auch. Ja. Ach, so, machen wir für heute auf.